Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil Let's Play Hölle in Tüten. Ja, da bin ich wieder, gut erholt. Ich habe dann doch ein wenig geschlafen, war mal kurz duschen und solche Geschichten. Halt so ein bisschen zum Runterfahren, ein bisschen zum Klarkommen. Weiter geht's im Western Forest. Eigentlich gar nicht im Western Forest. Eigentlich wollte ich mir doch die Sharp and Cruel Quests holen. Was haben die denn? Level 22, ist Gebiet Level 21, egal. Ja, dann hole ich mir die Skillpunkt-Quest noch ab. Ja, wie gesagt, frisch erholt und da ist mir auch spontan mal aufgefallen, dass ich ziemlich einen Murks gebaut habe mit meiner Charakterwahl. Ich hatte völlig aus den Augen verloren, dass Poison Arrow ja auch von Projectile Damage profitiert. Und ja, die Knoten habe ich jetzt völlig außer Acht gelassen. Dann wäre die Rangerin doch mal locker drei Klassen besser gewesen wahrscheinlich. Egal, jetzt würde ich auch nicht mehr neu anfangen wollen. Jetzt machen wir so weiter, läuft, kriegen wir hin. Es sind noch genug Knoten in der Umgebung, dass ich da noch was nachholen kann. Ich würde sagen, komm doch mal hier. Muss doch mal ein Exile kommen. Jetzt können wir gleich alle. So, was gibt's noch zu sagen? Ich habe meine Kiste auf jeden Fall aufgeräumt. Das war auch mal eine ziemlich sinnvolle Sache, glaube ich. So, und ich sollte auf jeden Fall gucken, dass ich an der Ausrüstung weiterarbeite. Da habe ich auch noch was, fällt mir gerade ein. Ich habe mir hier neue Flaschen besorgt. Das ist natürlich jetzt unheimlich clever. Okay, da sollte ich auf jeden Fall eben schnell die Gelegenheit nutzen und zurück in die Stadt gehen, damit die auch voll sind. Wenn ich schon mal hier bin, dann gucke ich mir direkt die Gegenstände an, die ich eingesammelt habe. Ja. Nee, falsche. Das sieht an sich schon mal ganz gut aus von den Sockeln her. Gucken, ob das Ding was kann. Leider nicht wirklich. Wie identifiziere ich denn den blauen Kram? Leben, Stärke, Resistenzen. Das kann mein Gürtel. Leben, Stärke, Resistenzen. Kälte, Blitzresistenz wäre auf dem anderen noch drauf. Egal, ich glaube, der Gürtel ist definitiv ein Ticken besser. Deswegen nehmen wir den. Immer noch hier die. Mann, immer die falsche. Dingsel hier. Wie heißt das denn? Schriftrolle. Item cannot be used in town. Ist klar. So. Nun gut. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich geguckt, wie gerade der Stand ist. Ich will mich jetzt gar nicht unter Druck setzen. Zuletzt, als ich das letzte Mal gestern Abend geguckt hatte, war ich eigentlich gar nicht so unzufrieden mit meinem Stand in der Liga. Ein weit weg von Platz 200, aber durchaus, gar nicht mal schlecht, fand ich. Ich glaube, ich war irgendwie was um Rang. Oh Gott. Naja, ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt noch wüsste, was es war. Aber es war ganz okay. Irgendwas in den Tausender-Regionen. Und ich hatte gesehen, die Spitze, mal von der absoluten Top-Spitze abgesehen, die waren gar nicht so weit weg. Mal, jetzt wird das dann doch ein bisschen anders aussehen. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt hier mit frischen Kräften auf jeden Fall besser wieder zurande komme. Okay, wenn ich schon hier hingeschickt werde, dann gehen wir halt jetzt in die Spinnengruft und gucken mal, was uns da erwartet. Weapon Elemental Damage kann ich gerade, glaube ich, ganz gut gebrauchen. So, ja. Jetzt habe ich mich auf jeden Fall auf den Weg hier eingeschossen. Jetzt werde ich auch den Entropie-Knoten hier mitnehmen. Der ist doch ziemlich gut für Poison Arrow. Und dann, ja, gucke ich mal, was ich jetzt in der Nähe finde an Knoten, die Leben geben und Projectile Damage. So, da sind wir doch schon. Weaver's Chamber. Auf geht's! The natural order has been overturned. That which was crushed underfoot now rules without question. Uiuiui. Den Typen mag ich echt nicht. Den Blitzen. Der ist heftig. Das ist auch heftig. So, irgendwas Schönes liegen geblieben.
Schauen wir uns die Rüstung mal schnell an. Gleich zwei Rüstungen. Ah, 40 Leben, 39 Leben wollen wir nicht übertreiben. Das ist doch schon mal was. Ich will Schaden, also kann ich eh nicht benutzen. Zu wenig Intelligenz. Stärke und Intelligenz. Leben, Blitzresistenz, Stärke, Spell Damage. Ne, das ist schade, da kann ich gerade nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Lightning Damage ist auf jeden Fall gerade wesentlich besser für mich. Im Interesse halber. 194, 215. Ja, nee, schade drum. Was haben wir hier? Physical, nee, auch nichts. Okay, weiter. Lightning Trap. Ja, was wollte ich noch gesagt haben? Was ich festgestellt habe, als ich jetzt die Videos hochgeladen habe. Oh, mein Gott, ist das schön. Das ist so brutal schnell im Vergleich. Ich habe jetzt knapp 25 Minuten gebraucht für ein Video. Da habe ich früher mal locker 4 Stunden dran gesessen, bis das oben war. So ein Video, was ungefähr eine Stunde geht. Das ist echt eine echte Steigerung, ein echter Fortschritt. Ja, mal gucken, was ich draus mache. Wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich vielleicht nochmal mich nach der ganzen Aktion hier in Ruhe hinsetze und mich nochmal ein bisschen einarbeite, was ich jetzt eventuell qualitätsmäßig noch rausholen könnte. Vielleicht resultiert das dann darin, dass ich noch bessere Qualität habe. Ich weiß gar nicht, wie ist denn überhaupt, wie kommt denn so das an, was ihr im Moment seht? Qualitativ meine ich jetzt, also von der Videoqualität. Projected Speed. Ich glaube, ist nicht so richtig gut. Also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, was ich so ad hoc gemacht hatte jetzt, ich nehme im Moment auf jeden Fall mit 30 statt mit 25 Frames per Second auf. Ich weiß nicht, ob das irgendwie beim Gucken wirklich einen Unterschied macht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in Zukunft auch da noch ein bisschen höher gehe. Gut, ist jetzt eigentlich eher was für Shooter-Spieler und ich muss gestehen, ich habe da auch nicht so wahnsinnig viel Peil eigentlich von. Mag. Ist nicht ganz so schlimm wie der Exile mit den Blitzen, aber auch sehr unangenehm. Blockiert mir da auch den Weg mit seinen scheiß Minions. Zauberstab kann ich gerade nicht so viel mit anfangen. Life Tap müsste da sein. So, gucken wir nochmal, was wir hier haben. Also, die Rüstung kann auf jeden Fall weg, die ist besser. Ich sehe gerade, da könnte ich jetzt den kleinen Trick mal ausprobieren. Ich ziehe das an, dann müsste ich die selber tragen können mit der Intelligenz. Dann können wir das Amulett wieder wechseln. Das läuft, jawohl. 198. Ja, ich glaube, das ist okay. Das kann ich mal eingehen, das Experiment. Was haben wir hier? Definitiv nicht so gut. Den Bogen hebe ich nochmal auf. Schuhe. Movement Speed, Rarity, Resistenzen, aber leider kein Leben. Nicht besser als das, was ich gerade anhab. Ja, sammle ich meinen Müll schon wieder auf. Let's go.
Eieiei, was war das? Exile? Igna Phoenix? Dass es da weitergeht? Nee. Weg. So, kurz gucken, was hier die Amulette können. Nietzsche's Mana. Ja, die 5% Lightning Damage, die sind im Moment, solange ich halt noch den Bogen hier trage, auf jeden Fall einfach so extrem gut im Vergleich. Spezialfreund. Also ein bisschen hat mich das ja jetzt dann doch heute Morgen geärgert, als ich nochmal dann mit klarem Verstand... Ja, heute Morgen ist übertrieben, heute Mittag. Als ich mit klarem Verstand mir nochmal alles angeguckt habe und festgestellt habe, verdammt, wie konntest du übersehen, dass Projectile Damage Poison Arrow stärkt. Das wäre... Ich meine, gut, das ging ja jetzt auch so eigentlich ganz solide. Aber es wäre natürlich ein riesen Effektivitätsgewinn gewesen, wenn ich das von Anfang an darauf gesetzt hätte. Es ist halt einfach... wäre halt so eine absolute Win-Win-Situation, weil das alles gestärkt hätte. Meinen normalen Angriff, den ich jetzt gerade benutze, und Poison Arrow. Ist natürlich echt ärgerlich gewesen. Down. Pot. Okay, und ab in die Stadt. So, einmal bitte Weapon Elemental Damage. Da gibt's das. Physical to Lightning. Minion Damage. Ich wollte mal gucken, was es sonst noch gäbe. Lesser Multiple ist natürlich jetzt auch dabei für meine Zwecke gerade nicht so wahnsinnig gut. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Also Split Arrow raus, so, zack. Poison Arrow mit Added Cold. Ja, macht das Sinn? Nicht wirklich. Tauschen wir die beiden nochmal. So, Weapon Elemental Damage, Split Arrow 217. Und vorher hatte der 180. Ja. Das ist ein Unterschied. So. Okay, Mana-Verbrauch. 10 Mana. Okay. Nicht so... Das ist okay. Wollen wir nicht meckern. What? What is? Ich wollte gerade mal ein paar Sachen loswerden. Und zwar wollte ich loswerden. So, die Flaschen tauschen wir erstmal hier gegen so eine größere. Dann gucken wir mal. Handschuhe, Geschicklichkeit, Kelt. Oh, das sieht doch gut aus. Blitz.
Aber bei Evasion, nicht Evasion, Quantity ist natürlich schon nicht so verkehrt im Moment. Also, die sind noch nicht wirklich besser, aber sind nah dran. Was haben wir hier noch? Jens Mana Leben. Physischen Schaden, alle Attribute. Ne, auch nicht so. Sei dicht dran, wirklich gut zu sein, aber dann doch nicht so gut, dass es sich lohnt, das jetzt wirklich auszutauschen. Zu wenig physischen Schaden der Bogen. Two Stone Rings hebe ich trotzdem nochmal eben auf. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Die anderen Handschuhe finde ich jetzt auch, die ich jetzt gerade verkauft habe, die fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Nebenbei, ich habe es ein bisschen aufgeräumt. So, Unix, ich wollte die einfach mal sammeln. Einfach nur so, um mich daran zu erfreuen, was ich eigentlich alles so an Unix gefunden habe, dann im Laufe des Spiels. Halt, du bist keine Währung. So, jetzt hier, ja, das Universalablagefach. Da schmeiße ich jetzt erstmal alles rein hier. Flasche gucken wir uns mal eben an. Instant Recovery when a low life. Das klingt auch nicht so verkehrt. Nehmen wir das mal mit. So. Dann, ja, bleiben wir im Western Forest. Dann mache ich eben noch die Skillpunkt-Quest erstmal. Das heißt, bleiben wir im Western Forest. Wir waren ja gerade woanders, aber... Das Dark Forest müsste das gewesen sein. Diese feigen, wegrennenden Bogenschützen. Ja, komm. Trau dich. Da geht's lang. Das war jetzt nicht die Skillpunkt-Quest, aber trotzdem nehmen wir die jetzt mit. Wo ist sie? Da ist sie. Ich mach euch platt. Okay. Ja, ich habe mir überlegt, ich werde auf jeden Fall jetzt hier mir den Skillpunkt holen als Questbelohnung. Ausnahmsweise manche Lebenspunkte. Ab dafür. Champions noch, nehmen wir noch mit. Okay, zurück. Quest abholen, beziehungsweise Skillpunkt abholen. Auf nach Akt 1. Court. Okay, dann, wo gehen wir denn als nächstes hin? Also hier sind auf jeden Fall interessante Sachen. Projectile Speed, Projectile Damage und hier unten wäre auch noch was Schönes. Welcher ist denn besser von den beiden hier? Physical Damage, Movement Speed, Attack Speed,
Ohne tun die sich nicht viel. Movement Speed. Movement Speed fände ich zwar grundsätzlich schon noch ein bisschen besser, allerdings hier habe ich die Chance, dann komme ich nämlich auch hier schön zum Lebensding. Deswegen nehmen wir erstmal das hier und Projectile Damage. Ja, so machen wir das erstmal. Gut, zurück. Und jetzt schaue ich mal, dass ich hier mir noch das fehlende Teil hole, um zur Wahl vorzurücken. Belt. Artisan Strongbox, war das nicht die, wo die Orbs drin sind? Gucken wir mal. Ja, aber leider nur die schlechten hier. Oh, kommen sie aber gleich wieder hier, sobald die Jungs. So, hier das Amulett noch mitgenommen. Und was haben wir hier noch? Wir haben noch Exile. Chainbelt. Ja, Schuhe. Schuhe finde ich gut. Das kenne ich auch. Das taugt leider auch nicht so wahnsinnig viel. Die Velvet-Sachen brauche ich eigentlich auch nicht einpacken. Chamber of Sins. Los geht's. Oh, eigentlich eh ein eher unangenehmes Gebiet. Mal gucken, wie das jetzt mit Rogue Exiles hier wird. Weil Level 1 geht noch. Nervig wird's da, wo die ganzen Skelette kommen, die mit Blitzen um sich schleudern. Da wird's schon mal richtig fies. Steel Graves. Nehmen wir auch mal mit. Plastic Sash, den will ich auf jeden Fall haben. Was haben wir für ein Gebietslevel 19. Curvebow. Goldamulett. Vier Ringe. Ein Scale Gauntlets. Die sind nicht so. Habe ich erwähnt, dass Dual-Totem einfach total lahm ist? Das macht man doch nicht. Far too much baggage. So. Ruhe in der Kiste hier.
Weg abschneiden lassen, dass man wieder nicht in ein Tod endet. Gerade nicht wirklich was dabei. Far too much baggage. Aber far too much. So, mal gucken hier. Mal zwischendurch was identifizieren. Movement Speed, Blitzresistent. Ah, Leben. Ah, verdammt. Die würde ich ja jetzt gerne anziehen, aber dann verliere ich meinen Weapon Elemental Damage. 36 Leben. 29, wäre sogar noch besser. Okay, gucken wir mal den Recurve Bow eben an. Auch nicht schlecht. So, wie kriege ich denn jetzt die Schuhe noch mit? Nämlich die einfach aus dem Inventar rausschmeiß, die mir angucke. Welchen Leben Rarity? Ja, keine Resistenzen. Geht weg. Kam mir jetzt aber in dem Level auch wieder häufiger entgegen, der Typ. Far too much baggage. Okay, so. Aber jetzt kurz entschlossen hier. Schuhe, ja, nein. Ja, nehmen wir mit. So. Gucken wir uns die Steel Graves auch mal eben an. Okay. Was haben wir noch hier? Handschuhe. Attack Speed, Geschicklichkeit. Leben. Kein Schaden, aber trotzdem nicht schlecht. Die behalte ich. Moralpyramide Merciless. Mein Gott, haben die mich abgehängt. Ist ja mehr als einen Akt voraus. Dann mögen sie jetzt aber mir den vor die Füße zu setzen. Chamber of Sins, Level 2. Gleich wieder ein Level Up. Ist es auch schon. Da habe ich offensichtlich meine Rennflasche erwischt, statt meiner Mana-Flasche. Ja. Blödes Dual-Totem. Du willst es auch mit Poison Arrow versuchen. Vergiss es. Not in my house.
Alles nicht so richtig. Aber ich werde in der nächsten Pause, die ich einlege, das dürfte auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, welche Gegenstände ich eigentlich levelmäßig gerade am ehesten gebrauchen könnte. Far too much baggage. So, Strap Leather, gucken wir uns das Ding noch eben an. Kein Leben drauf, vergessen wir es. Belt. Geht eh nicht mit, ne? Doch, geht noch mit. Duell der Bogenschützen. Mexican Standoff hier. Spannendes. Wegpunkt. Den nehme ich doch mal eben gerade in Anspruch. Kann ich mal schnell erstmal in Ruhe meinen Skillpunkt vergeben. Ein sehr, sehr guter Punkt, den ich da vergeben konnte. Räumen wir eben die Orbs erstmal weg. Da ist noch was, da ist noch was, da. Okay, ah, der Blessed Orb. Ja, die anderen Sachen gehen jetzt erstmal in die Kiste. Müssen aufpassen, mich jetzt nicht wieder zu sehr voll zu müllen. Ring. Was sagt jetzt eigentlich mein Poison Arrow Schaden? 43,9. Versuchen wir es mal oben herum. Vielleicht ist hier besser. Also gegen normale Gegner ist der Poison Arrow mittlerweile gar nicht mal so verkehrt. Die Rogue Exiles merken es leider noch nicht so ganz so. Boah, krass. So krass. Oh nee. Ernsthaft jetzt? Eine Sackgasse? Nein. Nein, nein, das kann ich doch nicht glauben. Muss ich denn dann hin? Unten wahrscheinlich irgendwo. Da, das, ja genau, da war ich wohl offensichtlich noch nicht. Ist das mein Poison Arrow? Jawohl. Da freue ich mich doch schon drauf, wenn der sein Level up bekommt. Identifikationsrollen sind somit das Wichtigste in dieser Liga bisher.
Nett. Mehr Pack. Puh, so, wieder alles voller Zeug. Aber nicht wirklich was Spannendes für mich dabei. Hebe ich gar nicht erst auf, lasse ich direkt liegen alles. Nur, schade. Ach, da. Endlich. Der Levelabgang. Chamber of Sins Level 3. Haben wir es doch fast. Schon ein bisschen laggy. Natürlich ist unser Exile hier weggeräumt. Da will noch, will's noch einer wissen. Mal wieder Mexican Standoff. Far too much baggage. Rogue Exile ist ziemlich der witzloseste Mod, der im Moment auf einer Strongbox drauf sein kann. Chaos Orb, da ist wieder einer. Wisdom, die möchte ich aber schon mitnehmen. Wieso kann ich den Poison Arrow nicht leveln? Weil mein eigener Level nicht hoch genug ist. Okay, das ist ein Argument. Aber es hat sich auch beim nächsten 2-3 Gegnern gleich erledigt. Ah, verdammt. Ja, Bear Trap ist einfach echt so übel, das Ding. Also, Poison Arrow, Split Arrow. Muss ein bisschen bei offenem Gelände aufpassen hier. Die Jungs die Chance haben, mich von allen Seiten unter Beschuss zu nehmen, dann habe ich echt ein Problem. Huhuhu. Buckskin Tunic. Far too much baggage. Plätzchen für. Bestimmt. Sperry Deerskin Boots. Und die hätten sogar die richtige Farbkombination eigentlich für mich. Das lässt sich gut an. Jetzt gerade habe ich nicht wirklich Zeit, mir das anzugucken. Ich möchte erstmal. Ich hab Bock, dass ich hier, während ich in Ruhe meine Sachen durchgucken möchte, unter Beschuss genommen werde.
vergeben. Wo geht der denn hin? Ich würde mal sagen, definitiv in Lebenspunkte. Der 12%-Cluster, der ist ja direkt da um die Ecke und den, da freue ich mich drauf. Der ist auf jeden Fall hilfreich. Wow. Die Skin-Gloves gehen nicht mit. Schade. Aber zum Glück noch genug Müll im Inventar, den man dafür rausschmeißen kann. Das sieht gut aus hier. Jawohl, perfekt. Boah. Nee, 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 Leute. So nicht. As our rats and lions piety. Den mag ich, den Typen. Der ist relativ okay. Gucken, ob da noch mehr Exiles warten. Auch nicht schlecht. Da hinten hatte ich jetzt keinen vermutet. Ach Gott. Ja, nee, ist klar, Leute. Was man gebrauchen kann, wenn man das scheiß Viech da hinten kämpft. Ein Quiver. Endlich mal wieder was, was ich auch nominell gut gebrauchen könnte. Okay, gucken wir uns gleich an. Erstmal hier. Brutus transformed himself out of fear. Fidelitis did so out of love. Lass ich stehen. Everything that happened to the Empire lies right here, imprisoned. So, zurück bin ich wieder. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich bin zum Schluss ein bisschen fluchtartig aus dem Level rausgegangen. Stand Besuch vor der Tür, den musste ich kurz betreuen. Jetzt habe ich aber endlich wieder Zeit und ja, wenn ich schon mal hier stehe, dann beende ich auch direkt mal dieses eine Video und mache dann direkt mit dem nächsten weiter. Ja, bleibt dran, läuft, ich bin ganz optimistisch und bis gleich.